Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, zu später Stunde wieder einmal ein Umsetzungsgesetz, nun eben zur Stärkung der finanziellen Interessen der Europäischen Union. Schön technokratische Fragestellung, vorbildlich ausgearbeitet vom vorbildlichen Musterschüler Bundesrepublik Deutschland. Ohnehin, viel musste ja gar nicht mehr geändert werden im deutschen Strafrecht. Also Mission erfüllt, nächster Tagesordnungspunkt. Nein, so leicht lassen wir Sie hier nicht vom Haken. Und das nicht etwa wegen der Wortkombination finanziell Schutz Europäische Union, denn es ist ja grundsätzlich korrekt ausgeführt, dass gerade der Nettozahler Deutschland vor der Geldverschwendung durch lax kontrollierte oder schlicht illegale Finanzflüsse der Union zu schützen ist. Wir stellen nicht zuletzt durch die Bruttonationaleigenmittel den mit Abstand größten Beitrag zu dem Füllhorn von Subventionen, Beihilfen und sonstigen Zuwendungen, die in allen Ecken der Union gerne angenommen werden. Nun erlauben Sie mir die Vermutung, dass lokale Beamte in Palermo, Athen oder auch Marseille vielleicht, hören Sie mal bitte zu, vielleicht nicht immer den vollsten technokratischen Eifer an den Tag legen, wenn es um die Überprüfung von EU-Projekten geht. Und in Brüssel wird auch garantiert nicht jedes gelieferte Zahlenwerk ohne Zuarbeit vor Ort nachvollzogen werden können. Daher ist es viel spannender, wie diese Geschichte hier in anderen Staaten der Union umgesetzt wird. Betreffend die Änderungen bei uns ist es zumindest die schadensgleiche Vermögensgefährdung, die sehr gewagt ist. Diese wird nötig zur Vorverlagerung der Versuchsstrafbarkeit, der missbräuchlichen Verwendung und der rechtswidrigen Einnahmenverminderung. Da sollte man in der Tat noch einmal drüber nachdenken. Eindeutig abzulehnen ist jedoch vor allem die Stoßrichtung an sich, die hier verfolgt wird. Zusammenhängend ist das Ganze nämlich mit der Europäischen Staatsanwaltschaft. Und hier werden kleine, aber emsige Schritte zur allmählichen Eigenstaatlichkeit der Europäischen Union begangen. Diese Staatsanwaltschaft nämlich soll dann nicht nur die Delikte aus diesem Umsetzungsgesetz verfolgen, sondern nach dem Willen, und das wissen Sie auch, der Kommission recht bald dazu übergehen, terroristische Straftaten europaweit zu verfolgen. Das würde interessant werden. Sind die Gelbwesten Terroristen, vielleicht die Katalanen? Unter Umständen kommen ja auf dem Fuße weitere grenzüberschreitende Tatbestände hinzu. Und wie weit dieser Begriff ausgelegt wird, kennen wir seit Jahren von 114 AEUV, der Generalermächtigung des grenzüberschreitenden Binnenmarkts. Im Zweifel auch hier immer Kontra-Eigenstaatlichkeit der Union. Zumindest als fester Erwägungsgrund ist das streng genommen schon lang überfällig. Das Lissabon-Urteil lässt auch hier grüßen. Wir bleiben dran. Vielen Dank. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.